Hallo, grüß Gott. So, jetzt haben wir da einen Stromschlag auf der Windschutzscheibe und jetzt können wir Schritt für Schritt verfolgen, wie das funktioniert. Ist euer Restrisiko, weil wir dann das Harz mit über 30 Bar injizieren in den Stellschlag und zu 95% geht es aber gut, gell? Okay, also schauen wir. So, jetzt sind wir mal Richtung Zahnarzt unterwegs. Jetzt müssen wir den Stellschlag direkt bei der Einschlagstelle anbohren, damit das Harz dann direkt in den Riss hinein kann. Jetzt haben wir den Stellschlag angebohrt. Jetzt kommt der Adapter rauf mit einem Saugnapf genau auf das Zentrum der Bohrstelle. Und jetzt wird da dann das Harz hineingetröpfelt und dann wird, das ist wie ein Kolben, wird nach unten gedreht, dann entsteht der Überdruck. Und dann drehen wir wieder nach oben, dass alle Schmutzpartikel und vor allem der Sauerstoff und die Luft von den Riss rauskommen. Das bleibt dann einige Zeit unter Unterdruck. Und dann gehen wir wieder Überdruck und das machen wir 3-4 Mal, bis der Riss mit Harz bis am Ende ausgefüllt ist. So, jetzt haben Sie es alles gesehen. Das wird jetzt nur mit UV-Licht ausgehärtet. Das dauert ungefähr 15 Minuten. Dann wird jetzt noch der Rest der Überstand abgetragen und dann noch poliert. Und das selbstverständlich ohne Selbstbehalt bei einer Vollkasko. Gell? Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.